Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Devil May Cry. In der letzten Folge haben wir das Schloss Fortuna verlassen, nachdem uns jemand mit einem übelriechenden Gas an die Wäsche wollte. Und wir haben, ich weiß gar nicht wie der Boss hieß, den wir zuletzt bekämpft haben. Irgend so ein hundeähnliches Tierchen, aber nicht der mit den Fühlern, sondern der mit den zwei Hörnern. Auf jeden Fall ist er tot. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt als nächstes in die Stadt kommen werden. Schauen wir es uns mal an. Weiter geht es. Holen Sie sich Yamato zurück. Ah! Ja, das Schwert hatten wir ja zuletzt in den Händen der Schmalzlocke gesehen. Wo sind wir denn hier? Oh. Du kannst unseren Verschluss nicht lösen. Okay, das heißt, das darf nur der Nero. Ups. Ja, super. Mal hier entlang. Ich hoffe, ich muss hier auch raus. Ah, wir sind hier wieder an diesem Hafengebiet. Ich würde so gern die Kamera drehen, aber es lässt mich nicht. So, dann wechseln wir mal auf unsere neue Waffe. Und da sind solche Schwerterchen zum Aufspießen in der Luft platziert. Das sieht ein bisschen lustig aus. Die letzte Attacke. Keine Ahnung, womit er hier schießt, aber könnte eine Rose sein. Auf jeden Fall macht es richtig Bums. Jo, hat gereicht. Aber irgendwie ist das langweilig mit diesem. Wie hieß es denn? Lucifer hieß es. Ja, war ich zu langsam. Hey! Okay. Gut, ich weiß, dass ich eigentlich nach links müsste, aber ich. Wenn man noch jenes hier, komme ich hier nach. Ach, ich komme hier gar nicht weiter, okay. Da komme ich anscheinend wirklich nur mit Nero rüber. Den nehmen wir mit. Komm ich hier allgemein hoch? Nee. Nun gut, dann hier durch. Das kann ich ja garantiert kaputt machen, oder? Klar. Hier oben ist anscheinend nichts. Komm ich zumindest nicht hin. Komm ich auch nicht hin. Laufen wir weiter. Gegner. Böse, böse Gegner. Upsi. Wow, wieder so ein böser Geist.
blöd ist, dass sich dann in der Wand versteckt. Er hat mich gekickst. Ach so. Ich hatte jetzt echt Angst, dass der durch die Wand rutscht. Okay. Da ist was Rotes da oben. Und das noch mehr Rotes. Da sehe ich nichts. Und das nehmen wir auch noch mit. Gut. Alles meins. Dann mal da durch. Geschäftsbezirk. Da brauche ich nicht lang. Lieber halt hier lang. Und da sind wir schon mal in der Stadt. Oh, ein Hose. Aufs Maul der Pose. Ich wusste noch nicht mal, wie ich das Tierchen bezeichnen soll, oder diesen Dämonen. Aber der hat mit da nichts Ähnlichkeit, was ich so kenne. Aber er hält richtig viel aus. Das ist verblüffend. Jetzt ist er umgefallen. Dann gibt es noch ein zweiter. Das ist aber hartnäckig. Jetzt. Gucken wir mal weiter. Was steht da? Fortuna Inn. Okay. Und da. Restaurant, Café. Oh, oh, da ist was. Das will ich haben. Komm ich denn da hoch? Passt. Nein, es lässt mich nicht. Muss er irgendwie da hochkommen. Nein. Das ist blöd. Ich hätte das schon gern. Ah, kann es sein, dass ich... Nein, kann nicht sein. Ich dachte eben, ich kann auf der Schrift entlang laufen. Ja, geht nicht. Kann ich hier drauf? Und dann an das Schild an der Wand hoppeln?
hier irgendwie drauf? Naja, funktioniert nicht. Dann begreife ich es nicht. Mir das hier halt kaputt. Und gehen hier einfach weiter. Hier komme ich nicht entlang, okay. Bin ich denn hier? Ah! Hier hat ja alles angefangen, also die erste Episode, da konnte ich das allererste Mal den Nero draußen frei bewegen. Das da. Ich war eigentlich Shotgun jetzt. Hey. Jetzt richtig. Oh, da kommt noch einer. Das wird gut an Geschichte. So ein Truthahn. Der Truthahn-Chef quasi. Ich treffe ihn irgendwie nicht. Oh, diese dämliche Kamera. Dreh doch mal jetzt. Upsi. Ist er weg? Okay. Und ist das hier diese Kapelle? Dieses Gebetshaus? Wo ganz am Anfang die Kyrie gesungen hat? Ich weiß es nicht. Ich schau mal, ob ich hier irgendwas aufwerten kann. Zum Beispiel... ich bin Lucifer. Mehrere Schwerter, okay. Nee, ich wollte eigentlich die Pandora aufwerten. Die ziemlich cool ist. Ja. Und das hier. Drehen Sie den linken Stick zweimal um 360 Grad. Ah, und dann wird da sowas draus, okay. Halten Sie X gedrückt und bewegen Sie den linken Stick dreimal nach links. Oder rechts. Teste ich mal. Gehen wir nochmal hier raus. Ah. Wow. Holla. Ja, schön. Gefällt mir. Ach, schau mal, wer da ist. It was my assumption that those demons would prove far inferior in the face of your tactics.
You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. Is sanity the price to pay for power? Humans. They are but stubborn and foolish. It takes a journey to hell for them to accept and praise their god. A fact that tickles Ione's judgment. And your judgments interest me not. For I am here to reclaim what is rightfully mine. Oh. That is what you think. And that is why I wait in your power. You have fumbled my opposition of my quest. Though I encourage for an opportunity to battle a being of such grand delusion as you. Dieses Theaterstück ist irgendwie verstörend. Greift er mich gerade mit meinem eigenen Schwert an? Wieder am Schlawittchen. Und irgendwie hat er noch gar nichts an HP verloren. Das ist nicht so viel. Wieder runter. Was ist denn da? Upsala. Oh, der heilt sich an mir. Das ist ja gemein. Sollte ich das vielleicht unterbinden, beziehungsweise das nächste Mal richtig aufpassen, wenn er wieder diese Aktion macht? Erstmal liegt er hier im Dreck. Oh, schnell weg. Nein! Es geht mir auch so langsam die HP aus. Kann jetzt nicht gegen den verlieren, oder? Ah, nicht schon wieder. Falsche Richtung. Schade.
jetzt. Oh ja. Autsch. Was macht er denn jetzt? Ja, mach ich mal mit. Spuren. Okay. Dann geht er weg. Wow, 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 wow. Upsa. Das war aber furchtbar knapp. How can there be such a difference between us? You surrendered your humanity. Is that simple? But you are not human. So why am I inferior? You assume humans are weak. Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. Was denn, schreibt er jetzt mit? Humans possess something that demons don't. What? What is it that demons lack? Please, for the sake of my research, please tell me. No, 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 no. No, 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 no. If you're gonna continue your research in the next world. No, 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 no. Do your homework first. Ups. Aber wenigstens ist das Monokel noch heil. Unseres aus auch. Okay. Das war der nächste Gegner, der von Nero geflüchtet war. Der Herr Schmalzlocke. Ich schaue hier nach links und rechts, ob es hier noch irgendetwas gibt, aber ich fürchte nicht. Zuschauer hatten wir leider keine. Gehen wir mal da rein. Oder da runter. Nanu? Ach ja, unser Schwert. Steckt er also noch da rum? Ist vorbei. Okay. Die Erde hat eben gebebt. Und mein Controller genauso. Aber schön, damit gibt es auch die Schmalzlocke nicht mehr. Und ich dachte, jetzt fehlt wirklich nur noch seine Heiligkeit. Den werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Episode treffen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Devil May Cry in Zukunft sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.